Ja, und dann nehme ich noch was von den gelben und von den roten da oben links und die schwarzen hier vorne rechts. Was ist denn das überhaupt? Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2. Vielen lieben Dank für all die Kommentare, die ihr mir dagelassen habt bezüglich der Entscheidung, wo geht's als nächstes hin. Mit einer leichten Mehrheit haben die Schneegebiete gewonnen, deswegen werden wir uns da jetzt vermutlich als nächstes zum Leveln aufhalten, weil unser kleiner Utwein ja schon noch 4 Level braucht, bis er die nächste persönliche Geschichte spielen kann. Ich denke aber, dass ich sowieso bei der Entscheidung später, welchem Volk wir helfen, ein Volk nehmen, was vermutlich im Chargebiet liegt. Hundertprozentig sicher bin ich mir da jetzt noch nicht, aber ich glaube schon, weil ich mit der Asura Elementarmagierin damals ein Volk in den Schneegebieten gewählt habe. Also mal gucken, was da jetzt dann noch übrig bleibt. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich glaube, man muss ja zweimal eine Entscheidung treffen und wir werden sicherlich trotzdem noch dorthin gelangen. So, aber jetzt zuerst machen wir uns also auf den Weg. Nee, gar nicht wahr, nicht hier runter, sondern wieder darauf. Denn wir müssen dann zum Übergang, ganz hier oben im Nordwesten, Dämmerstiegpass. Ach, und wir haben noch was anderes zu tun. Ha, wir haben noch was ganz anderes zu tun. Utwein, bleib mal stehen. Utwein, bleib doch mal stehen. Wir haben nämlich erstens noch einen Schwarzlöwendruhenschlüssel, den wir öffnen wollen. Und zwar, ach, ich habe ja auch noch den Schnipsel hier, den sollte ich vielleicht mal zur Bank bringen. Und außerdem habe ich, glaube ich, hier auch noch was zu tun. Oh, ich glaube, über mir wird gerade gebohrt. Bei uns ziehen Nachbarn ein. So, Training. Eigentlich müsste ich hier noch was lernen können, ganz genau. Ich bleibe einfach jetzt mal bei der legendären Zwergenausbildung. Schwuppdiwupp. Zack, das war es schon. Och, Mensch. Na gut, aber immerhin. Immerhin was Neues. Gut, und dann heißt es jetzt wieder erstmal Daumen drücken. Oh, das eine Teil fehlt. Beim letzten Mal haben wir ja diese kristallisierte Magie bekommen. Jetzt kriegen wir sie nicht. Aha, ist ja interessant. Sollte ein nettes Sümmchen einbringen. Oh ja, ein nettes Sümmchen. Und vor allen Dingen wieder ein Schwarzlöwentruhen-Ticket. Oh, das ist... Also ein Schnipsel davon, aber wie cool, wie cool. Und noch eine Transmutationsladung, die nehme ich auch immer sehr gerne. Ach, wie schön. Gegenstandsverstärker für magisches Gespür, Chance auf kritische Handwerkserfolge. Das gibt's ja doch noch. Und Chance auf einen zusätzlichen Sammeltreffer. Ach, wie cool. Früher waren die ja alle einzeln, da gab es nur halt Glück oder... Handwerkserfolge, also es gab Handwerksverstärker und es gab Sammelverstärker und so weiter. Das ist jetzt ja heutzutage ein bisschen zusammengefasst worden. So, aber Utwan, jetzt kannst du dich auf den Weg machen. Lauf du mal los. Ich nehme einfach mal die Abkürzung und dann gehen wir zum Dämmerstiegpass. So, da sind wir schon. Sagt mal, wie heißt denn eigentlich unser Duljak? Hat das eigentlich auch einen Namen? Sollen wir unserem Duljak auch einen Namen geben? Also... So ein Mini-Doljak für einen Norn ist ja wirklich der perfekte Begleiter eigentlich. Ich nehme Namensvorschläge entgegen. Am besten was schön lustig zu Utwein passt. Oder auch so gar nicht. Ich meine, welcher Nornkrieger hat schon ein persönliches Backpack-Doljak mit dem Namen Detlef oder so? Oh, da wären wir. Einige wissen ja wahrscheinlich, dass der Quaggan, den ich habe, der Plüschquaggan, dass der von meinem Mann Detlef genannt wurde. Großartig. Großartig. Ich krieg diesen blöden Namen nicht mehr aus meinem Kopf raus. So, wir haben als erstes hier ein kleines Fort, der Schwarzlöwen. Nee, nicht Schwarzlöwen. Oder? Nee, es ist kein Schwarzlöwen-Trading-Post, es ist ein Löwengardisten-Handelsposten. Torgan, der Kaufmann, was verkaufst du denn so? Unglaubliche Angebote. Unglaubliche Angebote? Das sehe ich. Den gleichen Kram, den jeder andere Händler auch hat. Ich habe Lust auf Pferdensuche. Jetzt nicht. Die Löwengardistin sagt, wir kriegen bald zu tun. Die Kinder oder die Erwachsenen, ist hier die Frage. Ach, Herr Jemine, der kleine Asura, der hier sitzt, der sieht aber so aus, als würde ihm hier nicht gut gefallen. Na, ich finde ja, dass die Asura bekloppt sitzen. Also, die meisten
Rassen sitzen ziemlich entspannt, aber die Azura sitzen immer so, als müssten sie aufs Klo. Ich muss immer pinkeln, aber hier gibt's kein Klo. So, ich muss nichts reparieren. Schön, Löwengardisten, Löwengardisten. Ah, die älteste Suvi. Auf der Straße hier herrschte früher lebhafter Verkehr von und nach Löwenstein. Aber heute sind selbst Karawanen mit bewaffneten Eskorten nicht mehr sicher. Diese Jungspunde, die Söhne Svaniers, machen ständig Ärger. Aber noch schlimmer sind von Jormaks Eis verdorbene Kreaturen. Wenn ihr der Löwengarde helfen könntet, das Gebiet zu sichern und zu beschützen, wären die Geister euch sicher sehr dankbar. Das stimmt. Hier bekommen wir es jetzt natürlich wieder mit den Svanir, den Söhnen Jormaks zu tun. Was haben wir hier noch drin? Doch, hier gibt es ja wohl einen Schwarzlöwenhandelsposten. Ach, das ist ja cool. Moment, ich kann mal gleich mal eben Geld abholen. Ich muss mal eben Geld abholen. Utwein, geh mal Geld abholen. Ach Gott, oh Gott, jetzt dauert das wieder so lange. Da habe ich nämlich wieder Geld drin. Gib mich das. Super, danke schön. Und dann gehen wir mal nach oben und verschaffen uns einen kleinen Überblick. Wobei es hier, glaube ich, nicht besonders hoch geht. Nee, hier geht es auch nicht weiter rauf. Schade, manchmal kommt man ja noch ein bisschen höher. Aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Außenposten. In den Schargebieten hätten wir es natürlich... Oh. hätten wir es jetzt natürlich nicht mit den Söhnen Svaniers und Eisbrut allgemein zu tun. Da hätten wir es dann mit etwas anderem zu tun. Wen haben wir denn da? Händler auf der Straße. Eine Jägerin. Ein Bauer. Ach du Schande. Aber wenn es hier so viel Ärger gibt, dann ist es vielleicht ein bisschen dumm, dass man hier alleine durch die Gegend zieht. Da, ein Löwenstraßenumgehungsführer. Ach du Schande. Holz. Holz. Utwein braucht Holz. Und Utwein hat, glaube ich, keine Abbauwerkzeuge. Nein, Utwein hat gar keine Abbauwerkzeuge. Da muss Utwein wohl mal wieder in den Handelsposten zurückkehren. Oh, verdammt. Jetzt müssen wir uns doch dem Händler hier stellen, dem wir erst gesagt haben, dass er nichts Besonderes hat. Stets erfreut, Kunden zu sehen. Ach, der ist nicht nachtragend. Dann ist ja gut. Nehme ich vielleicht mal ein bisschen mehr mit. Wobei, nö, eigentlich 100 und 100. Ah, genau, das war's. Beim letzten Mal, die wir geschenkt bekommen haben, das waren, glaube ich, nur 20 Anwendungen, ne? Ich nehme einfach mal von... Scheiße, ich glaube... Oh nein, oh nein. Stufe 10? Oh nein, ich hätte Eisen kaufen sollen, oder? Ja, das ist nämlich auch teurer. Nam, nam, nam. Geld ausgegeben, zum Fenster rausgeworfen. Weil eigentlich kann man nicht viel mehr machen, als die Dinger jetzt zu zerstören. Ach, Herr Emine. Weil die kauft ja kein Mensch mehr. Was mit denen? Ah, die werde ich noch zu Ende brauchen. Die werde ich auch noch zu Ende brauchen. Bin mal gespannt, wie viele ruinierte Erzbrocken und Hölzer ich jetzt gleich produzieren werde. Aber da ist erst einmal ein Espenschößling. Oh, es gibt einen freiwilligen Bonus zum Wechseln der Karte. Ach ja, das machen wir doch mal. Ja, ja, ich bin freiwillig. Ich bin freiwilliger Wechsler für mehr Buff. So, jetzt kriegen wir nämlich hier mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist doch schon mal schön. Und Karma-Gewinn. Yay. Und außerdem können wir den Espenschößling hier jetzt noch einmal umhacken. Sehr gut. Also mitten in einem Event, was gut läuft, würde ich ja nie wechseln. Aber doch, wenn's... Ach so. Wölfe! Was denn? Ihr hier! Die haben wahrscheinlich mein leckeres, kleines Pack-Duljak gerochen. Sag mal, Pack-Duljak, was schleppst denn du eigentlich? Hm? Was von mir ist denn so klein, dass es auf deinem Rücken Platz findet? Die bewegen sich immer so seltsam, ne? Schon ein bisschen creepy, muss ich sagen. Als würde sich in denen noch jemand anderes hin und her bewegen. Gruselig. Eine Jägerfalle. Hier haben wir nämlich auch natürlich direkt vorne ein Herzchen, was wir machen könnten.
Und zwar helft Jägern und Reisenden entlang der Straße, beseitigt alle Gefahren entlang der Löwenstraße, unterstützt die Löwengarde, Reisende und einheimische Jäger, prüft die Fallen der Jäger und entfernt gefährliche Kreaturen, die darin gefangen sind. Oh, eine gefährliche Kreatur ist hier gefangen. Ja, ein Eisbootwolf. Ach du Schande. Aber ich meine, Entschuldigung, diese Falle wurde doch auch hier aufgebaut, um eine Kreatur zu fangen. Löwengarden, Umgehungsführer und der Jäger. Der Jäger kommt wahrscheinlich hier jetzt vorbei, um die ganzen Fallen zu prüfen. Ihr müsst einen Feind anvisieren. Achso, ja. Vielleicht machen wir erstmal auf. Oh, das war überhaupt kein... Doch, das ist eins der gefährlichsten Feinde überhaupt hier. Karnickel! Das sieht wie ein guter Ort für Abenteuer aus. Ja, Trommiger Tal, das Trommiger Tal, ja. Oh, doch, das ist ein böses Tier. Wenn man die schnell genug tötet, dann können die nicht mal heulen. Wenn man sie nicht schnell genug tötet, dann kommen Freunde. Aber wenn man sie tötet, kurz bevor sie heulen, nein, wenn man sie tötet, kurz nachdem sie geheult haben, dann ist meistens der zu Hilfe gerufene Wolf auch ein ziemlich schwacher. Der verfügt dann von Anfang an nicht über so viel Leben. Ups, da ist es kaputt. Na, dann nehmen wir doch die nächste Falle. Noch ein Eisbootwolf. Und da haben wir auch schon die ersten Eisbrutnoren. So, wir können jetzt natürlich hier oben weiter die Straße entlang. Ich glaube, das Herzchen gehört aber weiter nach unten, richtig? Genau, das Herzchen gehört hierher. Hier haben wir den nächsten Außenposten und auch schon direkt mit Speer. Ich würde sagen, es macht Sinn, erstmal hier unten entlang zu gehen. Wir sind ja noch nicht so weit von der Straße entfernt. Und dann machen wir das, weil wir eben mit dem Herzchen schon begonnen haben. Was haben wir hier? Söldner. Eine Händlerin. Hier zum Beispiel die. Also Entschuldigung. Das ist eine Silvari-Händlerin, ja? Ich möchte ja jetzt nicht unbedingt behaupten, dass Silvari völlig unfähig sind und dass Händler nichts drauf hätten. Aber in einem so gefährlichen Gebiet hier alleine durch die Gegend zu rennen. Ah ja, okay. Arbeiter. Na gut, wenn natürlich hier auf Sichtweite immer andere Händler, Arbeiter, Söldner, Hauptleute und so weiter durch die Gegend rennen. Ja, Tatsache. Aber das ist ein Trampelpfad. Ich hätte jetzt gedacht, ah ja, okay, gut. Diese Straße war breiter, das ist eine ausgebaute Straße. Das hier ist wirklich nur ein Trampelpfad. Wann bekommen wir hier den nächsten frei? Bei Stufe 19. Okay. Ja, man müsste eigentlich auch noch einmal da komplett an der Wand entlang laufen. Da gibt es nämlich auch noch so einiges. Löwengardist Harald. Seid mir gegrüßt, Fremder. Ich hasse diesen Posten. Verdorbenes Eis hat die Löwenstraße unpassierbar gemacht und ich kann diese Nebenstraße kaum freihalten. Ich bin stolz, dabei helfen zu dürfen, dass Schneefalke sicher ist. Aber es gibt Größeres zu tun. Klingt ganz so, als bräuchtet ihr Hilfe. Allerdings. Ah, der Wolf schickt mir einen tapferen Recken. Nun, oft werden die Reisenden von wilden Tieren und Söhnen Zwanis überfallen. Aber die größte Bedrohung ist die Eisbrut. Die Viecher machen sich sogar an den Jagdfallen zu schaffen. Wollt ihr mir nicht dabei helfen? Klar, wie war das mit den Fallen? Die Jäger, ja, fangen damit Hasen und andere Kleintiere. Aber inzwischen ist auch der eine oder andere Eisbrutdiener dabei. Es würde den Jägern helfen, wenn ihr mir helft, die Fallen zu überprüfen. Na, das klärt alles. Dankeschön. Allerdings glaube ich, dass es jetzt hier unten überhaupt gar keine Fallen mehr gibt. Ich glaube fast, das ist Endpunkt von diesem Herzchen. Na gut, dann nehmen wir mal die Schneekirschen-Schößlinge mit. Die sind ja schön. Och, Utwein, ist das schön. Wenn er hier so eine Schneekirsche abholzt. Wie er da so unterm rosa... Oh, das ist was Böses. Oh, das ist auch was Böses. Wie er da so unter den rosafarbenen Blättern stand, das ist doch hübsch. Na? Schneeleoparden. Was haben wir denn da? Eine Wächterin. Oh, schickes Mädel. Hallo. Hallo, Brinny. Bleib doch mal schön. Verletzte Wächterin. Also, wie kann ich euch helfen? Die redet nicht mit mir.
Sie humpelt einfach still vor sich hin, leidend ihres Weges. Nicht mal auf der Straße. Doljak. Genau, da ist noch eine Jägerfalle. Noch mehr Jäger. Ups, ein Häschen. Kräutersprossen. Nicht genug Ausdauer. Ah, nicht genug. So, aber ein Wolf. Ah, hat er noch geheult. Und, kam noch jemand? Im Sterben hat er geheult. Nein, da kam niemand mehr. So, da haben wir noch zwei Jägerfallen. Drei sogar. Ich würde fast behaupten, das reicht dann schon. Ja, das war's schon. Aber die Eisbrut muss trotzdem sterben. Zack. Meine Güte. Och, Herr Jemine, und Wein ist auch verletzt. Humpel, humpel. Das sieht ja aus. Ja gut, dann gehen wir mal zurück zum Herzchenhändler und schauen mal, was wir da bekommen von ihm. Müsste da unten stehen, ne? Oder? Ja, doch, hier unten. Nicht genug Ausdauer. Ah. So, was hast du denn für mich? Er hätte einmal... Ach so, vielleicht lesen wir erstmal kurz seinen Brief. Ich habe mein Leben lang mit angesehen, wie Jormags Verderbnis uns weiter und weiter nach Süden folgt. Bis jetzt konnten wir existieren, aber was wird die Zukunft bringen? Durch euch habe ich gelernt, dass selbst Einzelne durchaus dazu beitragen können, die Flut aufzuhalten. Danke, dass ihr diesen alten Soldaten Hoffnung geschenkt habt. Löwengard ist Harald. Ja, gern geschehen, Harald. Das hört sich ein bisschen nach einer verstümmelten Form von Harald an. Ha? Kann das sein? Bitte geht weiter. Oh, bitte geht weiter. Der will gar nicht. Er will gar nicht, dass ich jetzt irgendwie seine guten Preise hier erhalte. Wir kriegen nämlich jetzt zum ersten Mal auch grüne Sachen. Die sind natürlich von erstens, ja, nein, doch nicht von höherer Stufe, sondern nur von besserer Qualität. Was können wir da kriegen? Zustandsschaden, ja, den benutze ich ja momentan auch. Ich weiß gar nicht, mache ich überhaupt Zustandsschaden? Verwundbarkeit, Kühle, Macht, Immobilisieren und Kühle. Ja, Kühle, Kühle macht aber gar keinen Zustandsschaden eigentlich, ne? Die hält ja nur an und sorgt dafür, dass jemand seine Fertigkeiten nicht ganz so schnell auflädt und seine Bewegungsrate reduziert ist. Also eigentlich brauche ich das überhaupt nicht zu verwenden. Was ist das, ein Medizinpaket? Doppelklicken, um ein Medizinpaket zu erhalten. Das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Pistole kann ich nicht verwenden und das Gewehr kann ich auch nicht verwenden. Das ist natürlich mal wieder toll. Ich kaufe einfach ein grobes Wiederverwertungskit. So, und du kaufst dafür meinen Schrott. Oh nein, ruinierte Pflanzenfasern. Ich hab's gewusst. Irgendwo habe ich mit der alten Crap-Sichel wieder irgendwas Tolles abgeerntet. Grrr. Naja, gut. Ist passiert. Wir packen erstmal alle Materialien weg. So, und jetzt bin ich gespannt, was hier rauskommt. Oh, ein Medizinpaket. Ganz im Ernst. Ja, Moment. Was machen wir jetzt damit? Lass ein Paket Verbandzeug fallen, das etwas Heilung bewirkt. Und lass ein Aufputschmittel fallen, das Wut und Eile gewährt. Ach, ja, das finde ich aber klasse. So? Ach, wie cool. Wie viele Anwendungen hat das denn? Hier noch eins fallen lassen? Zack, der eine hat es aufgenommen. Das ist ja witzig. Ingenieure machen ja sowas. Ach nee. Das Aufputschmittel sieht aus wie Alk. Ach, wie toll. Ah, das finde ich ja... Das wusste ich noch gar nicht. Ich meine, es gibt so... Feuerpulver, mit dem man dann Feuerelementare herbeiruft. Wenn ihr solche Händler trefft, macht es manchmal echt Sinn, sowas mitzunehmen. Also insbesondere der Feuerelementar als Nicht-Magier, der ist ein echter Freund. Und das ist nicht so mega teuer. Gut, die verschwinden natürlich nach einiger Zeit. Ah, das ist ja witzig. Das sollte ich mir auf jeden Fall merken. Denn insbesondere, wenn man mal in einem Raid oder so eine Heileraufgabe auch so ein bisschen übernimmt, dann macht das echt Sinn, hier sowas mitzunehmen. Also, Harald. Verstümmelter Harald. Dankeschön, das ist ja ein geiles Zeug. Wie witzig. So, aber wo geht's denn als nächstes für uns hin? Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich
Erstmal Richtung Süden noch. Wobei, ja doch. Wir gehen erstmal Richtung Süden der Straße entlang. Ja, und gucken erstmal, dass wir hier ein bisschen mehr aufgedeckt bekommen. Es ist immer sehr wichtig, dass man auch die ganzen Speer mitnimmt, denn ansonsten passiert es einem selbst schon mal, dass einem so eine Sehenswürdigkeit oder so durch die Lappen geht und dann sucht man. Dann fängt man mit der Sucherei an. So, und hier gibt's Karotten. Aha, die Ansiedlung ist aber schlicht, würde ich sagen. Es ist aber jetzt sehr schlicht. So, ich werde jetzt aber trotzdem die besseren Sachen ausrüsten, Eisenspitzhacke auch. Zerstören wir das, denn wie gesagt, die Gefahr, dass ich wieder Schrott abbaue, ist mir dann doch ein bisschen zu groß. Wobei Karotten wusste ich ja noch, die gab es auch schon im vorherigen Gebiet und die konnte ich ohne Probleme mit den alten Kupfersachen abernten. So, so, bis hier oben hoch gehen sie also alle. Dann haben wir schon die nächste Wegmarke. Sehr schön. Tatsächlich. Oh, so eine schöne Suppe hier am Feuer. Och, das ist schön. Och, das sieht so heimelig aus, ne? Was ist denn da drin? Okay, sieht jetzt nicht so mega lecker aus, muss ich sagen. Bisschen nach Pixelmatsch. Lasir, der Kaufmann. Okay, der kauft auch. Ja, die altbekannten Sachen. Bromai, der Rüstungsschmied. Der hat Sachen für Stufe 20, die kann ich nicht tragen. Und Sachen für Stufe 15, die kann ich zwar tragen, aber die dürften schlechter sein als das, was ich hier teilweise habe. Waffenschmiedin Arvid Grelkin. Stufe 20 und Stufe 15. Mein Hammer ist vermutlich besser, ja. Es waren jetzt zwar die Schwerter, die ich hier dann ausgewählt hatte, aber naja. So, ich muss noch nicht mal was reparieren, ach Mann. So, aber die Speeren, die besuchen wir jetzt noch. Seit die Verderbnis der Eisbrut die Hauptstraße blockiert hat, muss der Verkehr auf diese gefährliche Nebenstraße umgeleitet werden. Das zusätzliche Risiko beeinträchtigt den Handel mit Löwenstein und es ist schwierig geworden, auch nur den nötigsten Bedarf zu decken. Wir müssen die Sicherheit der Straßen verbessern, damit der Handel wieder in Schwung kommt. Aha, die Hauptstraße, die hier oben, wird jetzt also irgendwie von der Eisbrut bewacht und weil man hier nicht mehr entlangkommt, geht man jetzt hier unten entlang. So, ihr habt Gold, nicht wahr? Löwenstein, wo liegt denn das? Ach, hier. Stimmt. Man kommt von den Schneekohlenhöhlen hierher in die Gendaranfelder und dann von den Gendaranfeldern nach Löwenstein. Alles klar. Gut, dann wird diese Hauptstraße sehr wahrscheinlich hier oben komplett einmal bis hier hinten nach Westen über die Karte führen. Und das Ding hier natürlich schlecht ausgebaut, ein bisschen mehr in Schlangenlinien. Das führt auch nach unten und ich glaube, man kommt, wenn man diesen unteren Weg hier nimmt, tatsächlich auch bis nach Holbrag. Okay. Gut. Wir laufen erstmal auf der Nebenstraße. Wir laufen erstmal auf der gut ausgebauten Nebenstraße und verfolgen den Weg, den die Händler jetzt hier momentan nehmen. Vielleicht können wir da auch ganz gut noch unter die Arme greifen. Umwegmarkierung.